Hier sind wir wieder nach einem schönen Zeitsprung, wieder frisch ausgerüstet und voller Paranoia. Tja, wir haben 2 Tage lang die Airfields besucht und haben uns wieder auf einen guten Stand gebracht. Ich habe endlich meine M4 wieder. Das war auch ein langer Weg. Genau. Und die SKS will ich mir nicht mehr holen. Wir wollen von hier aus, wir sind außerdem hier auf dem Nordost-Airfield und wollen euch mal gleich die neue Stadt zeigen. Machen uns von hier aus mal auf den Weg dorthin. Die wunderschöne Hafenstadt Svetlojarsk. Genau. So. Ich esse eben ein paar Sardinen, dann kann's losgehen. Hast du noch Platz im Inventar? Ein paar, ja. Warte mal, dann hier kommt. Ne, du nicht, aber. Pam, 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 pam. Hier eine Kantine für dich. Okay, Moment. Und 3 Dosen. Oh, Dosen brauche ich nicht. Ich habe 8 Dosen eben im Tower gefunden. Gut, die Dosen nehme ich zurück. Ich möchte gleich noch mal trinken. Na, Receiving. Dann werden wir euch in Svetlojarsk auch die schöne Feuerwache Polizeiwache zeigen. Polizeiwache zeigen. Und ihr hört, draußen gewittert ist? Ich höre Mücken bei mir. Ich höre nur Gewitter und dein Trinken. Apropos trinken, ich muss noch was essen. Ich fühle mich hier nicht wohl. Ach klar, hier ist absolut sicher. Keiner kommt in dieses Haus hier rein. Weißt du, wie oft ich hier reingucke? Jedes Echt, Mal, du guckst ich, hier rein? Jedes was, Mal, wenn ich auf diesem Airfield bin. Hier? Man weiß nie, aber manchmal kann man ja Glück haben. Ich bin noch nie reingeguckt. Ich werde einfach nicht satt. Und wie ihr seht, habe ich endlich ein Rotpunktvisier. Was kann ich Turn On machen? Was passiert denn dann? Ah, hier kommt, solange ich hier futtere, werfe ich dein Visier mal runter. Da kannst du nehmen. Ich habe nicht noch ein zweites gefunden, das kann eine gute Scannung haben. Das passt gar nicht aufs Romance drauf. Klar, du musst erst das andere Ding abmachen, dieses Kim und Korn Visier. Das Kimokorn-Visier. Zack. Ah, jetzt. Vielleicht mal ausprobieren. Oh, es ist badly damaged. Oh, siehst du unten was durch? Ja, es ist okay, man sieht was. Es ist besser als das Kimokorn. Vielleicht kannst du es ja mit dem Weapon Repair Kit auch reparieren. Ja. Ja, Cleaning Kit heißt es ja, ne? Ich werd nicht satt hier. Siehst du irgendwo einen roten Punkt auf dem Boden? Moment. Nö. Das ist ja auch kein Laserpointer. Das ist ja ein Rotpunktvisier. Ich hab's gerade an und angestellt, deswegen dachte ich, es gibt da irgendwas. Aber es ist automatisch an. So. Okay. Denk an die Kantine hier. Ach ja, die Kantine. So, bereit? Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz. Ammo brauchst du nicht, ne? Hast du genug, oder? Da gucke ich gleich mal, wenn wir vom Airfield endlich verschwunden sind. Okay, wir müssen ungefähr in... wo sind wir denn? Hier, wir müssen hier hinten raus. Hier hinten raus. Wir müssen in diese Richtung hier. Da hinten raus, da hinten ist ein Tor. Oder da geht's auch durch den Zaun durch. Ich würde ungern über das komplette offene Gelände laufen. Ach, hier passiert nichts. Haben wir letztes Mal auch gedacht und zack. Kam jemand reingestürmt. Aber ich habe jetzt ungefähr so die Himmelsrichtung. Wir müssen vielleicht sogar nach hier. Also müssen da über diesen Bergkamm rüber. Und dann sind wir schon fast da. Ich bin so auf die Land gelaufen. Ehrlich? Ja. Von hier aus kenne ich den Weg zur neuen Stadt. Mir gefällt mein blauer Rucksack nicht. Ich glaube, da ist ein Loch im Zaun, oder? Ja, da bin ich reingekommen. Auf dem Airfield immer Paranoia. Ja, ohne Mist. Hey, geht's. An einem anderen ist mehr los. Also, ich war jetzt immer mal zu verschiedenen Uhrzeiten hier, um mich so ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen. Und dann war ich in dem Hangar und hatte immer so ein ungutes Gefühl und habe mich immer umgeschaut und habe zweimal erlebt, wie sich jemand an mich ranschleichen wollte. Und der erste war wirklich ein miserabler Schütze und hat
mich nicht gut getroffen und ich musste mich wehren, habe ihn erlegt. Ich habe ihn dann leider auch so sehr erwischt, dass alles kaputt war. Aber es ging um mein Leben. Und beim zweiten Mal, das war auch, was war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Auch schon ein bisschen her. Da ist dann einer gerade, wollte gerade in den Hangar gehen. Ich habe ihn gesehen und er hat es bemerkt. Und er ist wieder aus dem Hangar raus. Und dann wollte er sich einmal um den Hangar schleichen, von der anderen Seite in den Hangar stürmen und mich dann erlegen. Aber in der Zeit bin ich abgehauen. Ihm hinterher und war da diesmal doch das Arschloch und habe dann zuerst geschossen. Nee. Also ich, doch, das ist schön paranoia. Irgendwann hast du auch keine Lust mehr freundlich sein und wenn du jedes Mal über den Haufen geschossen wirst, dann willst du auch einfach mal zurückschießen. Außerdem hat er den Magnum in der Hand und der hatte irgendwas vor. Ja, die meisten sind leider unfreundlich hier. Ja. Die verwechseln das halt mit Battlefield. Mit Battlefield. So, ich würde mir jetzt gerne gerade mal irgendwo ein sicheres Plätzchen suchen und mal ein bisschen Platz machen im Inventar. Ja, da vorne der kleine Wald ist sicher. Da ist sogar ein Häuschen. Dahinter sind... Das ist eine Kapelle. Ja, in der Kapelle sind wir sicher. Nee, die ist zu. Ich weiß nicht, ob die aufgeht. Oh. Dann setzen wir uns halt vor die Kapelle. Ich setze mich einfach in den Wald rein. Ja, hinter dem Stein ist es bestimmt sicher. Tretmine. So, ja, setz dich noch hin, leg dich hin, ich mach's jetzt mal so. Ich muss irgendwie ein bisschen Platz machen und das mache ich folgendermaßen. Ich emptiere das hier, mache dich da rein, ich mache dich leer, mache dich auch da rein und ich esse noch ein bisschen was. Du bist auch leer gemacht und verschwindest. So, so und so. Und schon hat der Herr hier wieder einiges an Platz. Ich muss mal gerade in meine Ammo-Kiste reinschauen. Ist geladen. Ich habe auch einiges an Magnum-Munition. Oh, habe ich auch. Das Tolle ist, ich habe auch eine Pistole zwischendurch gefunden, habe nur kein Magazin dafür entdeckt und dementsprechend ist nur eine Kugel in der Kammer. Das ist dann die Notfallkugel für Notfälle. Ja, um dich selbst auch zu knallen. Richtig. Oder um einen Glückstreffer zu landen. Kommt nur drauf an, was... selbst abknallen in einem Trailer, bevor der Sentinel released wurde, hat man gesehen, wie der Spieler sich selbst erschossen hat, weil er von Zombies umzingelt war. Das geht bis heute nicht. Ich würde das gern drin haben. Ah, ich weiß nicht. Ich meine, wenn dann sowas wie Infizierung wirklich kommt, man zum Zombie werden kann, ich meine, es hat auch was Schönes, dann gibt es halt immer den Gnadenschuss, wird nicht infiziert. Dann würde ich lieber zum Zombie werden. Nö. Klar, der Charakter ist eh weg, dann kann er wenigstens andere noch jagen. So, ich trinke auch nochmal einen Schluck. Ich habe jetzt so viel gegessen, ich bin immer noch nicht satt. So, Munition habe ich jetzt genügend. 60, 120 plus 10 Schuss hier drinnen. Passt schon, passt schon. Jetzt reicht's mir. Jetzt ist gut, jetzt habe ich keine Lust mehr. Hopp. Wie kann man eigentlich diesen B-Pod benutzen? Musst du rechtsklicken und dann Use oder sowas. Bist du fertig mit umbauen? Ja, wir können. Ich freue mich schon auf das Polizeigebäude. Das ist auch recht nah von hier zu erreichen. Man muss natürlich durch die ganze Stadt. Das ist wirklich am Rand der Stadt. So, das ist Olscha, wenn ich mich nicht ganz irre. So, da hier keine Zombies sind. Habe ich das Gefühl, dass hier schon jemand war. Ah du, ich war jetzt auf dem Weg hier in mehreren Städten. Da waren alle Türen zu und zwar kein Zombie. Ja gut, also die spawnen manchmal nicht richtig. Jetzt hat die Population wieder geschrumpft. Von Ratten angenagt. Und einfach verwest. Oder so, wo bist du eigentlich? Da. Auf dem Weg nach Svetlojarsk. Ja, ich habe dich nur auf dem Augenblick gefunden. Ach, da bist du ja. So. Ja, ich habe eine Gasmaske auf.
für den Fall der Terrorangriffe. Fehlt noch eine Sonnenbrille. Ich habe leider noch keine einzige gefunden. Ich hatte eine sogar drunter, aber die war ruiniert, habe ich festgestellt. Dann ist sie weggeschmissen. Sah nicht mehr schön aus. Sonst habe ich gerade mit 8 Sekunden Verzögerung meine Waffe wegstecken können. Ja, und wir sind eh gleich da. So ein Sprint lohnt sich gar nicht jetzt. Obwohl, jetzt du hast weg. Und da sind wir auch schon. Naja, fast. Ihr seht zumindest schon mal von hier die in einiger Entfernung die ersten Häuser. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Stadt. Man kann dort wirklich eine Menge finden. Ja. Die schönste Stadt eigentlich. Was ich so weit entfernt. Vielleicht findet man, als wir die beiden verrückten... Über die verrückten Russen. Spieler, wollte ich gerade sagen. Russischen Mitspieler. Ja. Ach, zwischenzeitlich habe ich hier... Ach nee, das war in einem anderen Spiel. Schon gut. Okay. So. Es ruckelt wieder wie Sau. Da unten ist die Stadt und wir steuern auch schon auf ein ziemliches kleines Gebäude zu. Die Polizeistation. Da oben, wo dieses Metall... Zombie? Was? Ja. Du wolltest gerade was vom Metall sagen. Da oben, wo dieses kleine Rondell auf dem Dach ist, das Polizeigebäude. Das ist der Grill von den Polizisten. Da machen sie ihre Privatpartys, ihre Drogenpartys, wenn sie dann alles hochgenommen haben, Pops genommen haben. In den Autos hier kann man auch schöne Sachen finden. Ja, du gehst in die Autos, ich gehe zur Hintertür rein. Oh, hier war schon jemand drinne. Die Türen sind offen. Na gut, dann die Autos sind dann auch leer. Und du kannst ja trotzdem mal zeigen. Also das ist das Polizeigebäude hier von drinnen. Nö, ich stehe davor. Hier drüben ist eine Zelle mit Gittern. So, ich gehe jetzt rein durch die Vordertür. Gut, ich komme jetzt durch die Seitentür rein. Da bist du. Hier ist, eine Zelle halt. Pepsi. Pipsi, Pupsi meine ich, Pupsi und Spritte. Pupsi. Bist du Treppe hoch? Nein, bin noch im Erdgeschoss, jetzt gehe ich hoch. Oh, hier haben sie was liegen gelassen, was ist das? Eine Pepsi! Was für miese. Oh, hier ein Cowboy-Hut, geil. Ich habe leider schon einen Helm auf. Ich wollte auch meinen Hut. Ein Hoodie, ein Red. Nee, Pants. Blauer Rucksack. Also die Polizeistation ist ein guter Anlauf. Man kann hier Waffen finden. Munition. Kiwis. Getränke. Rucksack. Kleidung. Tja, das war's. Gut. Ja, dort hat auch alles andere eigentlich, ne? Der hat einen Supermarkt. Ja. Hat er eine Schule? Ich weiß gar nicht. Er hat sogar einen Imbissgrill. Ein Imbissgrill? Ja, lass uns da mal sofort hin. Und Dönerstand. Das ist so eine Art, glaube ich, Dönerstand. Jetzt einfach nach rechts. Da hinten. Da vorne ist er doch gleich, hier. Yay, eine Dönerbude. Das ist ein, weiß ich nicht, Hähnchenwürstchenbude. So, was kann ich denn zum Verkauf anbieten? Ich hätte gerne ein Hähnchenwürstchen. Nein, jetzt geht die Leiter hoch, ich will nicht Leiter hochgehen. Hallo. Moment, was hätten Sie gern? Ein Hähnchenwürstchen. Ein Hähnchenwürstchen? Ja, auf Ihrem Schild da oben ist ein Hähnchen, was einen Wurstchenkopf hat und das rennt. Genau sowas will ich haben. Wie toll. Das sieht aus. Was ist denn hier? Ich hab da gerade eine Cola drin gesehen. Das ist ein Würstchen im Schlafrock. Das ist ein Teigmantel. Genau. Meinst du? Ja, das ist kein Hähnchen. Also ein Beefy Roll stand, hä? Beefy Roll. Also Beefy ist, so, oder? Beefy ist ja so ein, eigentlich so ein schöner Markenname, also ist ja eine Marke. Da gibt es ja auch so Nebenprodukte, diese Billigprodukte, die Beefy nachmachen, die sind teurer als die Beefy-Wurst. Was? Ja, bei uns im Edeka ist das wirklich anzusehen, das ist unglaublich. Also die Rewe-Beefys sind günstiger, wie die normalen Beefys. Ja, also bei Edeka macht da was falsch. Gesehen. Hm. Ja, als ich hier raus bin das letzte Mal, kamen die Russen, also pass gut auf. Das ist die Kirche. Sieht aus wie jede andere. Eine Kirche ohne Sitzbänke.
Ja, die haben irgendwie alle keine Sitzbänke mehr, oder? Ja, das ist komisch. Also ich möchte ungern einen Gottesdienst im Stehen abhalten. Wo wollen wir hin? Supermarkt. Oh. Wo ist denn der? Ich weiß es nicht. Ich musste das letzte Mal ja rennen, als ich in der Kirche angekommen bin. Ich bin hier damals von Haus zu Haus gelaufen, hab alles nur abgesucht. Und ja, wir können nur einfach mal eine kleine Stadttour machen hier. Und hoffe, dass ich auch keine Russen treffe. Oder unten sind Zombies. Eine linke viele. Für mich? Okay, rechte für mich. Ah, da habt ihr den geschossen. Boah! Wow! Da hinten gerade. Na, schon wieder? Da unten der. Jetzt habe ich ihn. Ich hatte gerade ganz schön Lag. Oh, was ist denn das hier? Das ist so eine Terrasse. Da komme ich noch hoch. Ah. Oh, ich höre schon wieder einen. Ich will hier hoch. Hinter dir. Ich will hier hoch. Ha, ich bin drüber gesprungen. Edge. Harre. Ja, von hier hat man eine wunderbare Aussicht. Das ist ein Küstenstädtchen. Da vorne ist ein Hafen. Das hier sollten wir zu unserer Basis machen. Dieses Haus mit dieser schönen Terrasse hier. Ich glaube, in das Haus kommt man überhaupt nicht. Doch, man kommt rein. Oben ist auf jeden Fall begehbar. Ja, das sieht toll aus. Das Doof ist halt nur, wenn das... Das wird wahrscheinlich wie in der Mod sein. Wow. Rubber Belly. Hubschrauber werden auf uns abstürzen und die Basis einfach nicht zunichte machen. Ja, wenn das wirklich so ist, wenn das möglich ist, baue ich einfach keine Basis fertig. Dann mache ich einfach andere kaputt, bis es den Leuten stinkt und es ungeändert wird. Auf jeden Fall so. Würde ich mich freuen, wenn es Zelte gibt. Habe ich jetzt gelesen, die entwickeln wohl gerade so ein Containersystem, wo dann auch Zelte möglich sind. Auch so eine Art Safe mit Zahlenschloss? Ah, das wäre cool, ne? So, wo muss man den Hafen anschauen? Yep. Oh, hier ist noch so eine geile Terrasse. Mit Bäumen. Aber was ist hier ein Office-Gebäude? Wo? Oh. Hier, schon offen. Da. Ah, da. Ist so ein Werkbankgebäude, oder? Nee, das ist hier das Office-Gebäude. Auf der anderen Seite ist halt dieses mehrstöckige Treppengebilde. Ich gehe durch den Haupteingang. Gut, hi, ja, Karate. Schuhe. Nein, danke. Oh, alles schon offen hier. Du, der da hinten läuft, ey. Oh, hier liegt eine SKS. Tausche ich nicht. Ach komm, ist eine gute Waffe. Ich könnte einen Baseball seit dem Ersten Weltkrieg ihre Dienste, ganz treu. Nein, ich bin froh, dass ich jetzt momentan die eine M4 habe. Auch wenn wegen, sag ich mal, das Zielfernrohr jetzt nicht so weit zoomt. Oder so nah heranzoomt. Wie beim Scharfschützengewehr. Sollte mich natürlich nochmal irgendwann in der Laufzeit der Zeit erwischen, werde ich mich auch wieder in die SKS setzen. Dann habe ich sie halt einfach wieder mal. Aber halt durch die M4, ist eine klasse Waffe. Ja, aber bist du gerade runter oder hoch? Ich bin runter. Ich hole mir hier oben. Oh, hier oben ist noch einiges. Oh, ich habe Freddy Krügers Pullover gefunden. Hier ist noch eine SKS. Noch eine. Eine SKS. Wir können Waffenladen. Eine Mosin. Wir können Waffenladen aufmachen. Liebe Leute, Freddy Krüger war hier. Hier ist der Beweis. Er kommt nur in den Träumen. Aber hier liegt sein Hemd. So da gelassen, nur für dich. Ja, jetzt habe ich Schiss. Ich gehöre abends nicht ins Bett. So, ich nähere mich dem Hafen. Warte doch mal bitte. Ich glaube, ich immer so schnell vor. Das ist unglaublich. Ja, ich weiß. So bin ich halt. Oh, Zombie. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Ich höre dich zwar schießen, aber ich sehe dich nicht. Bei dem in Richtung Kran gerade. Bist du über die Schienen rüber? Die Schienen? Weiß ich nicht. Das sind zwei Kräne, deswegen habe ich mich gerade gewundert. So, wunderschönes Meer hier in Svetlojarsk. So, ich nähere mich einem Kran. Da steht auch der Onkel Bob. Da steht er wohl, ja. Das sieht echt schön aus. Los, lass uns angeln. Nö. Ach, diese Munitionsverschwendung, ist das nicht schön? Nee. Cowboy Bob, ja. Hatten wir doch schon.
Ja, also sieht auf jeden Fall sehr idyllisch aus, also schon sehr schick gemacht. Ich wette, man kann doch bestimmt auch in dieses Führerhaus hochkraxeln, oder? Boah. Nee, ich sehe keine Leiter. Ich kann mit dem Hubschrauber drauf landen. Das ist die ideale Position. Wo bist du jetzt? Hier? Aber wenn du eingekesselt wirst, kommst du dann wieder runter. Ich renne gerade hier zu diesem Backsteinhaus, guck, was da drin ist. Wenn ich eine Tür finde. Ah, hier. Die Leute haben ihre Türen hier in Russland auf ganz seltsamen Seiten immer. Ich habe vorhin einen Film gesehen, da haben welche eine Tür verbarrikadiert. Die haben sie aber so verbarrikadiert, dass die Tür ging nach außen auf und sie haben sie innen verbarrikadiert. Okay. Die wollten sie halt so stützen, dass sie nicht, dass sie nicht aufgeht. Und das Monster hat einfach die Tür nach außen aufgemacht und ist durch die Barrikade gelaufen. Tja. Ja, liebe Leute. Das war Svetlojarsk. Ich würde sagen, wir zeigen ihnen auch nochmal das Schiffswrack. Aber erstmal gehen wir ins Gebüsch. Das machen wir in der nächsten Episode. Ein super Gebüsch. Das hier ist meins. Ach komm, wir sind genügend. So. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.